Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einer kleinen Schulung, in der wir einführen in den Rebhuhnschutz. Ich möchte Ihnen die Grundlagen erklären und vor allen Dingen das Rebhuhn selber vorstellen, Ihnen vielleicht auch ein bisschen sympathisch machen. Und im zweiten Teil wird es dann konkret um Maßnahmen gehen, die wir fürs Rebhuhn umsetzen können. So, ich teile mal den Bildschirm, damit Sie die Folien sehen. Ja, diese Schulung Rebhuhnschutz für Ihre Haustür ist Teil unseres neuen Verbundprojektes Rebhuhn retten, Vielfalt fördern. Und wir haben eben den Wunsch, dass möglichst viele Regionen vor ihrer Haustür mit dem Rebhuhnschutz beginnen und daher eben auch diese Vorbereitungen auf die eigene Umsetzung. Ja, also im ersten Teil, wie schon kurz geschildert, möchte ich Ihnen vorstellen das Leben der Rebhühner, damit Sie auch besser verstehen, warum wir bestimmte Dinge so machen müssen bei den Schutzmaßnahmen und welche Probleme das Rebhuhn in unserer genutzten Kulturlandschaft hat. Und im zweiten Teil geht es dann um die Umsetzungen, also was für Lösungen sind vorstellbar, um die Lebenslage des Rebhuhns wieder zu verbessern und welche Managementmaßnahmen können wir ergreifen. Ich hole ein bisschen weit aus. Die Gattung Perdix, zu der das Rebhuhn ja gehört, ist irgendwo in Zentralasien entstanden und da leben eben auch noch die nächsten Verwandten unseres Rebhuhns. Hier im Bild das daurische Rebhuhn mit seinem Lebensraum einer mongolischen Steppenlandschaft oder das tibetische Rebhuhn, was ein Gebirgsvogel ist. Die stammen eben hier aus Zentralasien. Und Sie lesen bestimmt auch immer wieder, dass auch unser Rebhuhn seinen Ursprung in den zentralen Steppen hat. Das ist sicher richtig. Und trotzdem ist das Rebhuhn auch ein alter Europäer, also fossile Nachweise des Rebhuhns findet man also schon aus den Zeiten, in denen der Homo sapiens hier überhaupt noch nicht eingewandert war. Also das Rebhuhn war also sogar vor uns hier, auch in Zentraleuropa und in Westeuropa. Es ist also ein alter Europäer und nicht etwa erst mit dem Ackerbau hier in Mitteleuropa eingewandert, sondern es hat hier schon ja, viele Jahrtausende auch vorher gelebt. Natürlich hat dann die Agrarlandschaft, gerade solange sie so kleinteilig strukturiert war, wie hier in diesem Foto, dem Rebhuhn dann einen ganz besonders guten Lebensraum geboten und viele Jahrtausende hat das Rebhuhn dann eben von der Agrarlandschaft sehr profitiert. Daher kennen wir das Rebhuhn eben eigentlich auch als einen Bewohner von genutzten Agrarlandschaften. Das Leben des Rebhuhns, wir gehen jetzt so ein bisschen durch einen Jahreslauf der Rebhühner und ich stelle Ihnen so kurz das Leben der Rebhühner vor. Also anders als die meisten Singvögel bleiben Rebhuhnfamilien sehr lange zusammen. Man nennt solche Familiengruppen oder auch Zusammenschlüsse von sich fremden Rebhühnern, die nicht zu einer Familie gehören, nennt man Kette. Und diese Rebhuhnfamilien oder die Ketten überwintern in der Regel gemeinsam. Und Sie wissen vielleicht, dass Singvogelfamilien lösen sich ja oft dann schon nach dem Flüggewerden auf. Die Rebhühner halten weiter zusammen und sie lernen eben auch den ganzen Winter über noch von ihren Eltern, wie man den Lebensraum nutzt, Feindvermeidung, welche Bereiche optimal sind und Ähnliches. Im Februar, März fangen dann an, die Rebhühner sich, vor allen Dingen auch die jungen Rebhühner, die keine Partner haben, fangen an, sich für fremde Rebhühner zu interessieren. Die Balz ist recht früh im Jahr, also überwiegend so der Monatswechsel Februar, März. Und in dieser Zeit lösen sich die Ketten langsam auf. Die Hähne fangen an zu rufen. Sie kämpfen auch miteinander, weil die Hennen suchen sich ihre Hähne aus. Das wählende Geschlecht beim Rebhuhn ist die Henne, denn auch die Hennen sind aufgrund der etwas höheren Sterblichkeit immer in der Minderzahl und daher müssen die Hähne sich also auch ein bisschen anstrengen, wenn sie eine Henne ergattern wollen. Und Dominanz ist also ein Merkmal, auf das Hennen sehr achten und weil das auch immer wieder mal geäußert wird, Inzucht kommt bei Rebhühnern nicht so leicht vor, weil die Hennen achten außerdem darauf, dass sie sich nicht mit ihren Brüdern verpaaren. Die kennen sich individuell, also ganz genau. Und solche
Verpaarungen zwischen Geschwistern sind beim Rebhuhn sehr unüblich. Ja, die Paarbildung läuft dann so ab. Hat also ein Hahn eine Henne für sich interessieren können, dann zeigt die Henne ihr Interesse, indem sie also sich dem Hahn nähert und ihm ins Gesicht blickt. Das Foto hier von Herrn Jenny zeigt das wunderbar, also wie die Henne dann den Hahn anblickt. Die Rebhuhnbalz selber ist sehr unscheinbar. Der Hahn steht recht aufrecht, sträubt das Bürzelgefieder und macht einen sehr leisen Balzton zu seiner Henne. Und die Henne blickt ihm von rechts und von links aufgeregt ins Gesicht. Und wenn der Hahn das Gefühl hat, dass sich die Henne jetzt für ihn interessiert, dann testet er auch ihre Zuneigung, indem er also dann losrennt. Und wenn die Henne mit ihm rennt, dann ist das also der Beginn einer wunderbaren Paarbildung. Also mit diesem Paarlauf testet denn der Hahn sozusagen, ob die Bindung schon hält. Und man sieht daher Rebhühner dann am Anfang ihrer Beziehung eben so ganz schnell auch über die Felder rasen. Ja, dann passiert relativ lange wenig. Die Rebhühner suchen in der Zeit nach der Verpaarung dann ihr Brutrevier aus. Das läuft auch ein bisschen anders als bei den Singvögeln, wo ein Männchen ein Territorium besitzt und dann das Weibchen hineinlockt. Rebhühner verpaaren sich zuerst und gehen dann gemeinsam auf Reviersuche. Das dauert beim Rebhuhn verhältnismäßig lange und da viele wissen, dass sich Rebhühner recht früh verpaaren, wundert es einen dann, dass die eigentliche Brutperiode dann so wahnsinnig spät ist. Also diese Verpaarung bedeutet eben noch nicht, dass es eine echte Paarungszeit ist, sondern es bildet sich einfach nur dieses soziale Band zwischen den beiden Partnern und die Zeit der Paarung und der Eiablage beginnt dann erst im Mai. Und meistens ist ein Rebhuhngelege erst im Juni vollzählig. Denn Sie müssen sich vorstellen, ein Rebhuhn legt sehr viele Eier und braucht fast 3 Wochen, bis das Gelege vollzählig ist, weil es eben auch nur jeden Tag ein Ei legt. Und so ein großes Gelege braucht eben Zeit, um vollzählig zu sein. Und da viele Hennen eben auch noch nicht gleich Anfang Mai anfangen mit dem Legen, sondern vielleicht auch erst Mitte Mai, sind die meisten Rebhuhngelege erst im Juni bei uns vollzählig. Und die Henne fängt auch erst im Juni, wenn das Gelege dann vollzählig ist, an zu brüten. Also erst wenn das letzte Ei gelegt ist, setzt sich die Henne auf das Nest. Es gibt Arbeitsteilung bei den Rebhühnern. Der Hahn bleibt zwar bei der Henne und bewacht das Nest. Das sind sehr schöne Fotos, die hier das zeigen, dass der Hahn also in dieser Zeit aktiv zum Beispiel hier einen Turmfalken attackiert, der dem Nest und der brütenden Henne zu nahe kommt. Genauso ergeht es Krähen und Elstern, die also so ein solcher rabiater Rebhahn dann auch sehr aktiv in die Flucht schlagen kann. Die Henne brütet und der Hahn setzt sich nicht aufs Nest, sondern er steht eben nur Wache. Und wenn jetzt ein Bodenräuber kommen sollte, ein Fuchs etwa, dann versucht der Rebhahn ihn auch wegzulocken, indem er sich krank stellt. Dieses sogenannte Verleiten gibt es eben auch beim Rebhuhn. Er stellt sich flügellahm und zuckt komisch auf dem Weg oder hier neben dem Nest, dass der Räuber also abgelenkt wird. Das funktioniert natürlich nur tagsühber und nachts muss die Rebhenne also das so durchstehen, weil der Hahn natürlich auch nur tagsüber da Wache steht. Ja, vielleicht sehen Sie hier unter dem Flügel der Rebhenne diese aufgebrochenen Eierschalen hervorluken. Hier ist also ein Rebhuhngelege geschlüpft und an diesen geraden Kanten, wie das Ei aufgebrochen ist, sieht man eben auch, dass es nicht prädiert wurde, sondern dass es einfach ein Schlupfereignis ist. Und hier sind die Küken eben noch unter der Henne direkt nach dem Schlupf. Ja, und das ist eben der Moment, der erst in der Regel erst im Juli stattfindet. Also Rebhühner schlüpfen fast erst im Hochsommer und gehören damit auch zu unseren spätesten Brutvögeln, obwohl sie eben schon Ende Februar Paare bilden. Das muss man berücksichtigen, gerade mit Mahrterminen und Pflegemaßnahmen muss man berücksichtigen, dass Rebhühner so ein später Brutvogel sind. Ja, das Kükenführen erstreckt sich dann von Juli bis August.
Und auch hier brauchen Rebhühner länger als die meisten Singvögel, also bis ein junges Rebhuhn dann wirklich die körperlichen Kräfte der Altvögel hat, vergehen auch gut 6 Wochen. Und gerade in den ersten 2 Wochen sind Rebhühner auch sehr empfindlich. In den ersten Lebenstagen können sie nicht mehr ihre Körpertemperatur alleine aufrechterhalten. Sie müssen sich also auch immer wieder unter den Eltern wärmen. Und bei schlechtem Wetter haben sie dann einfach auch wenig Zeit, um Futter zu suchen, weil sie immer wieder auch unter die Eltern kriechen müssen zum Aufwärmen. Erst im September ist es dann soweit, dass sie dann quasi das Gewicht der Altvögel haben. Und dann haben Rebhühner ihr Jugendkleid angelegt, was noch deutlich anders aussieht als das Kleid der Adulten. In diesem Kleid kann man die Geschlechter auch noch gar nicht unterscheiden. Wenn man zu diesem Zeitpunkt, also im September oder Oktober, Rebhuhnketten sieht, kann man sehr deutlich unterscheiden, was sind Altvögel, was sind Jungvögel. Und das ist eine gute Zeit, um auch später den Fortpflanzungserfolg noch festzustellen, wenn man also Vögel dann im Herbst sieht. Was fressen Rebhühner? Wir fangen auch hier an mit dem Winter. Und im Winter sind Rebhühner, im Winterhalbjahr, sage ich mal, sind Rebhühner weitgehend vegetarisch und ihr wesentlicher Nahrung sind Blätter. Am liebsten fressen sie dabei die Blätter der gedüngten Kulturpflanzen, die natürlich nahrungsreicher sind. Und gerade die Blätter vom Wintergetreide und vor allen Dingen aber auch vom Raps sind also die wichtigste Winternahrung der Rebhühner. Und es gibt interessante Studien, die sogar aus den 50er Jahren oder so aus Polen stammen. Auch zu dieser Zeit, als es noch viel mehr Unkräuter gab, haben Rebhühner auch im Januar weitgehend Blätter gefressen. Also das ist eine Sache, die das Rebhuhn jetzt physiologisch nicht übermäßig belastet, wenn es auch mal mehrere Wochen nicht viel mehr als Blätter zu fressen kriegt. Trotzdem fressen sie nebenbei auch gerne Sämereien und muss aber sagen, dass ihnen im Winter auch, also im eigentlichen Winter, also eine Blattnahrung auch sogar ausreicht. Im Sommerhalbjahr können Rebhühner sich viel vielfältiger ernähren, also von unreifen Samen oder reifen Samen, auch der Unkräuter leben sie. Auch gerade die Henne frisst sehr viele Insekten. Zur Zeit der Eiablage, wenn die Henne dieses riesige Gelege anfertigen muss, das ist natürlich auch eine physiologische Belastung für den Körper. Und sie muss eine große Menge Protein produzieren. In dieser Zeit ernährt sich die Henne bereits fast ausschließlich von Insekten oder überwiegend zu 60% ungefähr der Nahrung nimmt sie dann also tierische Nahrung auf. Und die Küken in ihren ersten Lebenswochen sind fast ausschließlich auch auf tierische Nahrung angewiesen. Und hier rechts im Bild sieht man eben hier, wie die Henne gerade ein Ameisennest geöffnet hat und die Küken picken sich eben die Ameisenbrut heraus. Das ist also auch eine wichtige Kükennahrung. Der Hahn bleibt übrigens auch im Sommerhalbjahr stärker vegetarisch als die Henne. Sie kennen das bestimmt von den Haushühnern. Das macht der Rebhahn auch so, dass er also seiner Henne ganz höflich die Futterbrocken anbietet, sobald sie also für die Henne besonders interessant sind. Also Insekten bietet der Hahn in der Regel erst an und erst wenn alle schon satt sind, dann frisst er auch selber Insekten. Auch genauso ist es mit den Küken. Die Eltern bieten auch den Küken Insektennahrung an. Ein Großteil der Nahrung müssen die Küken als Nestflüchter selber suchen, aber ein Teil der Nahrung wird ihnen auch von den Eltern vorgehalten. Ja, jetzt haben wir einen kleinen Überblick über den Jahreslauf des Rebhuhns. Und warum ist denn das Rebhuhn überhaupt so selten geworden? Wir müssen einmal auch über die Gründe für den Rückgang der Rebhühner sprechen. Und das sind im Wesentlichen eigentlich drei wichtige Ursachen, die für den Rückgang der Rebhühner verantwortlich sind. Der erste und eigentlich auch der wichtigste ist, dass die Felder sich sehr verändert haben. Das soll durch diese beiden Bilder, die beiden oberen Bilder hier verdeutlicht werden. Also von solchen Feldern, die also eine Vielzahl von Pflanzenarten hatten, sind wir heute bei solchen Feldern. Und Sie können sich vorstellen, dass in einem solchen Feld mit einer Vielzahl von verschiedenen Pflanzen auch eine Vielzahl von vielen verschiedenen Insekten überleben kann. Also die Herbizide haben einen großen Anteil an der Reduktion der Eignung
von Feldern als Lebensraum für Rebhühner herbeigeführt. Insektizide mögen auch noch einen Beitrag leisten, aber auch schon die Herbizide haben hier dazu geführt, dass Felder eben so nicht mehr aussehen, sondern eher so. Das Rebhuhn lebt übers Jahr hinweg von einer Vielfalt der Kulturen. Es lebt also auch, es wechselt gerne je nach Jahreszeit und Deckung und Bedürfnissen, wechselt es gerne zwischen unterschiedlichen Kulturen, also ein kleinräumiges Mosaik mit einem Wechsel verschiedener Kulturfrüchte. Das ist für das Rebhuhn optimal. Und daher ist eben auch einer der Rückgangsursachen, dass wir das nicht mehr haben, dass wir große Flächen haben, die fürs Rebhuhn dann eben weniger nutzbar sind. Die Rebhühner haben auch eine Vorliebe für Randbereiche. Auch natürlich sehen Sie hier in dieser linken Landschaft gibt es viel mehr Ränder und damit eben auch zugängliche, geeignete Lebensraumstücke als hier in einer solchen großflächigen Landschaft. Und der letzte und ebenso wichtige Parameter ist, dass die Prädation zugenommen hat. Rebhühner sind ein sehr prädationsanfälliger Vogel, wie wir später auch noch ausführlich sehen werden. Und die Zunahme des Prädationsdrucks hat also beim Rebhuhn noch zusätzlich den Rückgang verschärft. Dazu kommt, dass diese Parameter auch, also diese drei Ursachen, auch nicht unabhängig voneinander existieren, sondern auch noch miteinander im Zusammenhang stehen. Auch darauf kommen wir später noch zu sprechen. Ja, warum oder woher kommen diese Daten, die uns die Informationen über das Rebhuhn geben? Das möchte ich Ihnen auch kurz vorstellen. Also wir haben lange Jahre Rebhühner besendet und sind auch auf eine große Stichprobe gekommen. Wir haben also über 200 Rebhühner besendet und auch überwiegend bis zu ihrem Lebensende per Telemetrie verfolgt. Das heißt, von den meisten dieser Vögel haben wir komplette Lebensläufe. Wir wissen, ob sie einen Partner gefunden haben, ob sie Bruterfolg hatten, wo sie sich aufgehalten haben, wie viel sie sich bewegt haben und oft auch, wer oder wie ihr Ende war und wer sie gefressen hat. Daher haben wir eben eine relativ vollständige Vorstellung über das Leben der Rebhühner und auch über die Probleme, die in dem Leben dieser Rebhühner auftauchen. Wir haben verschiedene andere weitere Studien von Leuten, mit denen wir kooperieren, zum Beispiel mit der Abteilung Wildbiologie der Uni Göttingen. Kathi Meyer hat ein Projekt, wo sie sich mit Füchsen näher beschäftigt. Wir versuchen eben auch den Blick auf die Prädatoren selber zu intensivieren. Wie ist die genaue Nutzung der Lebensräume durch Füchse? Also auch Füchse hat Kathi Meyer telemetriert im Hinblick auf ihre Gefährlichkeit fürs Rebhuhn. Es gibt eine Studie zum Prädationsrisiko der Landschaft, also was machen die verschiedenen Komponenten der Landschaft, was tragen die dazu bei, wie riskant sind bestimmte Teile der Landschaft und sind andere vielleicht sicherer. Das ist eine Studie mit Kamerafallen von Amelie Laux, eine Dissertation hier bei uns an der Abteilung Naturschutzbiologie. Und die Maßnahmen fürs Rebhuhn, die wir hier auch erproben, die sind natürlich nicht ganz billig. Das heißt, es ist schon irgendwie auch wichtig zu dokumentieren, dass das keine Ein-Arten-Maßnahme ist, sondern die Maßnahmen fürs Rebhuhn sind eben auch sehr gut geeignet, weitere Arten in der Kulturlandschaft zu fördern. Das Rebhuhn ist damit eben eine hervorragende Zielart. Und dass dem so ist, versuchen wir zu dokumentieren, indem wir auch die anderen Arten, die solche Flächen, die wir fürs Rebhuhn einrichten, nutzen. Also mit Brutvögeln, mit anderen Brutvogelarten haben wir uns beschäftigt, mit Insekten als Nahrungsgrundlage auch für viele andere Arten. Wir haben einzelne Arten intensiver besucht, wie hier zum Beispiel die Feldlerche. Und viele Leute sind da natürlich auch dran beteiligt, von Werner Beke mit der Rebhuhn-Telemetrie, Andreas Wiedenmann mit der Insektenstudie und auch Vögel, Amelie Laux mit der Kamerafallenstudie, Kathi Meyer mit den Füchsen und Lisa Dumpe auch im Rebhuhn-Projekt mit der Umsetzung von Maßnahmen und der Koordination. Ja, aus unseren Telemetriedaten können wir bestimmte interessante Dinge entnehmen, die auch immer wieder für den Schutz des Rebhuhns von Bedeutung sind. Zunächst einmal
ist es interessant zu wissen, wann Rebhühner überhaupt ihr Brutrevier beziehen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass erst nach der Paarbildung die Reviergründung erfolgt. Und jetzt ist hier mal eine Kurve in einer Kurve dargestellt. Wann haben denn unsere telemetrierten Rebhühner ihr erstes Brutrevier bezogen? Ich sage erstes Brutrevier, weil es gibt auch immer wieder Brutverluste und dann ziehen Rebhühner um. Sie haben also kein festes Territorium, was irgendwie sozusagen wie zementiert in der Landschaft liegt, sondern wenn irgendetwas Unangenehmes passiert, ziehen Rebhühner in der Regel um und verlassen dann eben wieder dieses Brutrevier. Ja, also wir sehen das hier bis Ende März, hat ungefähr die Hälfte der von uns telemetrierten Rebhühner sich für das Brutrevier entschieden, indem sie dann später im Jahr dann auch Eier legen und Küken großziehen. Und die zweite Hälfte braucht aber noch deutlich länger. Es gibt eben auch Rebhühner, die auch im April bis sogar bis Mitte Mai hinweg noch auf der Suche sind und sich dann auch erst relativ spät für ein Brutgebiet entscheiden. Diese Grafik zeigt die Phänologie des Brutgeschehens beim Rebhuhn. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, den wir immer im Kopf behalten müssen, weil auch gerade für dieses spätbrütende Rebhuhn Marten und sowas sehr problematisch sein können. Daher müssen wir diese Zeiten, die das Rebhuhn benötigt, um zu brüten, gut im Kopf haben, damit wir also auch die Maßnahmen daran anpassen können. Hier ist erstmal dargestellt von den telemetrierten Vögeln, welche sind gerade mit Eierlegen beschäftigt. Man sieht, Sie kennen vielleicht den Jägerspruch, 1. Mai, erstes Ei. Tatsächlich fangen die ersten Vögel hier um den 1. Mai an mit dem Eierlegen. Insofern stimmt das, aber bis dann wirklich alle Vögel so am Legen sind, wird es eben doch Mitte Mai. Und Sie sehen eben auch, dass hier einige Vögel mit dem Erstgelege auch erst später beginnen. Das Legen zieht sich dann doch bis in den Juli, Anfang Juli hinein hin. Da sind natürlich dann auch Zweitgelege mit dabei. Wenn das erste Gelege verloren ist, fertigen Rebhühner ein Ersatzgelege an. Rebhühner ziehen immer nur eine Jahresbrut groß, aber sie können bei Gelegeverlust eben auch ein Ersatzgelege anlegen. Die Henne sitzt auf den Eiern im Wesentlichen im Monat Juni, aber eben auch doch bis in den Juli hinein. Es gibt immer diese späten Bruten, das heißt also noch bis Ende Juli gibt es sehr viele oder bis Anfang August sitzen Rebhennen durchaus auf dem Nest und dann wird das deutlich weniger. Also bis in die ersten Augusttage kann man also auch noch Rebhennen auf dem Nest finden. Das macht das eben so problematisch mit der Maat und auch die Küken sind ja am Anfang noch sehr maatanfällig, weil sie sind am Anfang sehr klein, sie sind nicht so schnell und nicht so mobil, um einem Mähwerk auszuweichen. Das heißt, und sie sind eben auch noch auf diesen Vegetationstyp von Extensivvegetation angewiesen. Also erst wenn die Küken dann so 2-3 Wochen alt sind, dann funktioniert das besser. Und Sie sehen, dass das also erst ab Mitte August der Fall ist, wenn die Küken dann aus dem Gröbsten raus sind, etwas schneller laufen können und eben auch schon ein bisschen flattern können, dann wird das Mähen dann ungefährlicher. Daher muss man sich diesen Stichtag merken. Keine Maat vor dem 15.8. Da ist, auf die Grünlandmaat kommen wir später auch nochmal zu sprechen, wenn wir um die Umsetzung uns kümmern. Ja, diese Grafik sieht auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert aus. Sie müssen das jetzt gar nicht sich im Einzelnen angucken. Das ist jetzt die Habitatnutzung von Rebhühnern im Jahreslauf. Hier die erste Säule ist der Januar und hier ist unser Jahr bis zur letzten Säule Dezember. Und hier ist immer ein Prozent angegeben, in welchen verschiedenen Vegetationstypen sich die telemetrierten Rebhühner aufgehalten haben. Und was Sie hier nur sehen sollen, ist eigentlich, dass die Rebhühner übers Jahr hinweg eine große Vielzahl von verschiedenen Kulturen nutzen. Und es soll eigentlich nur symbolisieren, dass das Rebhuhn von der Vielfalt in der Agrarlandschaft lebt. Dieses hier ist die gleiche Grafik, nur ein bisschen vereinfacht. Und deshalb fällt es uns ein bisschen leichter, das jetzt zu interpretieren. Hier sind nun mal die wichtigsten Kulturen rausgenommen und das Allerwichtigste, was das ganze Jahr über eine Rolle spielt, das ist dieser grüne Teil des Balkens.
Das ist eben die ganze Extensivvegetation. Also das sind Brachen, das sind die Blühflächen, das sind Feldraine, das sind Hecken und ähnliches. Und Sie sehen, dass diese Extensivvegetation eben das ganze Jahr über ungefähr, ja, sagen wir mal so, um die 50% der Ortungen ausmacht. Also das Rebhuhn ist das ganze Jahr über auf eine solche Extensivvegetation, auf solche Randstrukturen und ähnliches angewiesen. Andere Kulturen spielen auch in wechselnder Intensität über das Jahr eine Rolle. Sie sehen eben hier mit Gelb den Raps noch relativ prominent vertreten. Und besonders im Winter, also ab November, Dezember, Januar bis in den März und April hinein, ist also der Raps eine sehr wichtige Kultur. Den Winter über bietet Raps eben wichtige Nahrung, die Blätter werden gefressen. Und aber auch eine ganz günstige Deckung, weil die Rapspflanzen doch ein bisschen höher sind und ein bisschen mehr Deckung bieten als das Wintergetreide. Daher ist der Raps im Winter eben eine relativ beliebte Kultur und auch deutlich beliebter als das Getreide. Im Frühjahr spielt das Getreide dann eine große Rolle. Hier April, Mai gehen die Rebhühner gerne ins Getreide. Aber worauf man nochmal besonders Wert legen soll, ist die Raumnutzung oder die Habitatnutzung hier in den Sommermonaten. Das sind eben genau die Monate, in denen die Rebhühner brüten und Küken führen. Und Sie sehen, dass gerade hier im Sommer, also Juni, Juli, in der entscheidenden Zeit die Nutzung von diesen Extensivstrukturen in der Landschaft besonders hoch ist. Also zur Brutzeit kommt das Rebhuhn quasi nicht mehr ohne Extensivvegetation aus. Auch wenn die Rebhühner früher inmitten der Getreidefelder gelebt haben, ich hatte ja schon erwähnt, dass die Getreidefelder ihre Funktion als Lebensraum ein bisschen verloren haben durch die Intensität der Nutzung. Und heutzutage ist das Rebhuhn eben völlig auf solche Extensivvegetation angewiesen und die Bedürftigkeit für solche Strukturen ist im Sommer am höchsten. Ja, zum Küken führen, genau hier die Extensivvegetation als unterer, diese grünen Teile des Balkens, das sind jetzt also nur Rebhuhnpaare, die gerade kleine Küken haben, aber das Getreide spielt auch beim Küken führen eben noch eine gewisse Rolle. Und daran sieht man eben auch, dass die Rebhühner gerne ihre Küken in solcher lückigen, einjährigen Vegetation führen. Also in einer Vegetation, die einerseits Deckung nach oben bietet, aber andererseits unten noch lückig genug ist, dass die Küken da gut laufen können und im Grunde den optimalen Kompromiss zwischen Laufwiderstand, auch noch ein bisschen Sonne am Boden, um das Mikroklima positiv zu beeinflussen und aber auch Deckung nach oben gegen die Greifvögel. Da ist das Getreide eigentlich von der Struktur ganz gut geeignet. Auch wenn es heute oft auch schon zu dicht wird, gerade auf guten Böden. Trotzdem nutzen die Rebhühner immer noch viel Getreide, aber die Extensivstrukturen wie die ganzen Wegränder, Feldraine, Graswege, Brachen und ähnliches spielen eben auch eine wichtige Rolle. Ja, die optimale Vegetationshöhe für ein Rebhuhn, wenn es sich das immer aussuchen könnte, wäre so, dass es, wenn es sich duckt, verschwinden kann und wenn es den Hals reckt, dass es rausgucken kann. Das lässt sich natürlich jetzt nicht das ganze Jahr über realisieren. Im Sommer ist die Vegetation tendenziell eher ein Stück höher. Aber auch wenn wir daran denken, wenn wir Maßnahmen umsetzen, müssen wir immer daran denken, dass das Rebhuhn also ungern in Vegetation geht, die so dicht und hoch ist, dass es da nicht mehr auffliegen kann. Also das möchte eben auch, wenn Bodenprädatoren sich nähern, immer noch diesen Ausweg nach oben haben. Und daher sind eben auch Maisfelder und Ähnliches also nur am Rand genutzt vom Rebhuhn und eben auch sehr hohe und dichte Vegetation wird vom Rebhuhn eben eigentlich nur an den Rändern genutzt und wir müssen eben auch ein bisschen aufpassen, dass unsere Maßnahmen auch nicht so wahnsinnig hoch und dicht werden, dass Rebhühner die noch ganz gerne nutzen, auch eben in der Mitte und nicht nur am Rand. Ja, das ist die Habitatnutzung tagsüber. Nachts sieht das ganz anders aus. Und zwar müssen Rebhühner nachts nicht mehr darauf achten, dass sie Deckung vor Greifvögeln haben, sondern nachts spielen andere Dinge eine Rolle, und zwar die Möglichkeit abzufliegen. Denn nachts sind ja die Bodenräuber vermehrt unterwegs. Das heißt also, Sicherheit fürs Rebhuhn bedeutet nachts freier Abflug. Und daher suchen Rebhühner zum Schlafen oft solche Flächen hier auf,
wo es verhältnismäßig kahl ist, also wo die Vegetation nicht so eine hohe Deckung hat und wo die Rebhühner den guten Überblick haben und eben auch gut wegkommen, wenn sich ein Prädator nähert. Also kahle Flächen des Nachts. Das hier ist mal ganz interessant. Das sind die wenigen Aufnahmen, die es gibt von Rebhuhn-Schlafplätzen, die noch kleine Küken haben. Also ein Rebhuhnpaar mit kleinen Küken, die nutzen auch solche lichten Stellen, zum Beispiel im Getreide, um die Nacht zu verbringen. Und das ist insofern nochmal interessant zu wissen. Hier ist dargestellt, wie sich Füchse in der Landschaft bewegen. Und zwar im März bewegen sich Füchse. Sie sehen hier solche Spuren, die die telemetrierten Füchse in der Studie von Frau Meyer hinterlassen haben. Auf den Video, auf den Telemetriedaten, dass die Füchse sich noch weitgehend querfeldein bewegen. Aber wenn sie dann in die Brutzeit kommen, der Rebhühner, dann bewegen sich die Füchse im höher gewachsenen Getreide doch in der Regel entlang der Fahrspuren. Und ja, daher ist es eben wichtig, dass es solche lückigen Stellen im Getreide auch gibt, wo die Rebhühner eben zur Not auch auffliegen können und damit eben nicht in diese Fahrspuren gedrängt würden, denn die Fahrspuren, wie Sie hier sehen, sind natürlich riskant. Ja, es klang schon mehrfach an, Prädation ist im Leben der Rebhühner leider ein ganz wichtiges Thema und macht fast 100% der Todesfälle aus. Fast alle Rebhühner sterben tatsächlich an Prädation. Es gibt nur Einzelfälle, wo Rebhühner auch mal an anderen Ursachen gestorben sind. Also in unseren ganzen vielen Todesfällen, die wir hier untersucht haben, war ein einziger Fall von Verkehrstod dabei. Mat gab es gelegentlich, aber das Gros der Fälle sind tatsächlich Prädationsfälle. Die Prädation ist im Leben der Rebhühner auf eine, mit unterschiedlicher Intensität relevant über das ganze Jahr hinweg. Und hier ist einmal die monatliche Sterberate, also die monatliche Prädationsrate, dargestellt in Prozent für die verschiedenen Monate. Unser Rebhuhnjahr beginnt mit der Besenderung im Februar, wenn die Rebhühner sich besser fangen lassen und eben auch besendern lassen. Und wir haben die Hähne als schwarze Säulen dargestellt und die Sterblichkeit der Hennen als helle Säulen. Und die kleinen Zahlen hier drüber geben die Stichprobengrößen in diesem Moment an, in diesem Monat. Und ja, das hier ist die Skala, wo Sie also ablesen können. Die Höhe der Balken zeigt Ihnen die Sterblichkeit an, die in diesem Monat herrscht. Wenn wir einmal hier über das ganze Jahr gucken, dann fällt vor allen Dingen auf, dass es hier im Sommer eine Zeit gibt, wo die Hennen eine besonders hohe Sterblichkeit haben und sich in dieser Phase auch extrem von den Hähnen unterscheiden. Im Juni haben die Hähne eine sehr geringe Sterblichkeit, die Hennen aber eine sehr große Sterblichkeit. Und Sie erinnern sich, was war im Juni? Da brüten die Rebhennen auf dem Gelege. Das ist eben die Zeit, in der wirklich die meisten Hennen auf dem Gelege sitzen. Und das scheint offensichtlich das Riskanteste im Leben der Rebhühner zu sein, also das Gelege zu bebrüten. Wenn Sie also wirklich immer wieder über mehr als 3 Wochen lang immer wieder auf den gleichen Platz zurückkehren müssen, vielleicht eine kleine Spur legen und eben auch wirklich im allerletzten Moment erst abfliegen, wenn der Räuber auch wirklich schon vorm Nest steht. Das ist die Strategie der Rebhühner und ja, dieses Leben ist eben sehr riskant und leider eben auch besonders für die Hennen. Und daher kommt es eben auch, dass wir dieses verschobene Geschlechterverhältnis in der Population haben. Dass nämlich dadurch, dass die Hennen die höhere Sterblichkeit haben, haben wir eben auch immer einen Überschuss an Hähnen in der Population und letztlich geben damit eben die Hennen für das Fortpflanzungsgeschehen und für den Fortpflanzungserfolg der Population im nächsten Jahr auch den Ton an. Die sind also sozusagen für die Population noch wertvoller, weil in der Minderzahl und deshalb lohnt es sich eben für uns auch besonders hier auf die Hennen zu gucken und welchen Prädationsmustern sind die Hennen ausgeliefert. Was auch noch auffällt, wir haben auch im Winter nochmal wieder eine erhöhte Sterblichkeit. Wir hatten allerdings in den Wintern, in denen wir telemetriert hatten, auch 2 sehr schwere Winter. Das waren die Winter 9/10 und 10/11, in denen also auch über Wochen hinweg kniehoch Schnee lag. Und in so einer Zeit ist die Sterblichkeit tatsächlich sehr hoch.
Und in diesen Mittelwert über die ganzen Jahre geht eben diese Wintersterblichkeit aus den Schneejahren eben auch mit ein. Wenn Sie normale Winter haben, oder was heißt, ja, also sagen wir einen milden Winter, dann ist die Sterblichkeit im Winter sehr viel geringer als im Sommer. Also die liegt bei unter 10% und Sie sehen, im Sommer ist die eben wesentlich höher. Also solche milden Winter sind fürs Rehkitz überhaupt kein Problem, mit sogar geringeren Sterblichkeitsraten als im Sommer. Bei den Hähnen haben Sie noch einen kleinen Peak zur Paarfindung. Sie exponieren sich durch die Ruferei und das Herumfliegen sehr. Daher haben die Hähne im März noch mal eine etwas höhere Sterblichkeit. Ja, das zur Phänologie der Sterblichkeit. Wer war's? Wer hat die Rebhühner umgebracht? Das ist in der Telemetrie dann immer so ein bisschen so ein Krimi, ob man die Spuren, die man findet, noch zuordnen kann. Solche abgebissenen Teile vom Großgefieder sprechen dafür, dass man es mit einem Raubsäuger zu tun hat. Wenn man nur ausgezogene Kiele findet und so Rupfung mit sehr, sehr vielen Federn, das spricht eher für einen Greifvogel. Und für die Fälle, wo wir es zuordnen konnten, gucken wir hier einfach erstmal nur auf die Hennen, die ja das wichtigere Geschlecht sind in der Population. Und wir sehen, dass der Großteil der Hennen hier von Säugetieren gefressen wurde und nur 20% von Greifvögeln. Also die Prädation durch Raubsäuger ist für die Rehpopulation letztlich das Entscheidende. Wir konnten die Raubsäuger nicht immer identifizieren anhand der Spuren. In den Fällen, wo wir es konnten, war dann aber jeweils der Fuchs, in der Regel der Beutegreifer. Und tatsächlich ist also auch in anderen Studien, nachzulesen, dass also der Fuchs der wichtigste Prädator fürs Rebhuhn ist. Wir können das nachvollziehen, wenn wir auf die Daten von Frau Laux gucken mit ihrer Kamerafallenstudie, die sich auch bei uns im Telemetriegebiet abspielt. Wenn wir mal gucken, wer taucht am häufigsten auf den Kamerafallen auf, dann sehen Sie, dass hier der Fuchs bei weitem alle anderen potenziellen Raubsäuger übertrifft. Wir haben auch hier bei uns im Gebiet sehr hohe Dichten von Waschbären. Aber also die Abschutzraten von Fuchs und Waschbär sind ganz ähnlich, wahrscheinlich also recht ähnliche Dichten. Aber der Waschbär bewegt sich eben nicht so viel und nicht so intensiv in der Kulturlandschaft und an potenziellen Rebhuhn-Lebensräumen wie der Fuchs. Also der Fuchs bewegt sich einfach mehr, er macht mehr Strecke in der Nacht und ist dadurch eben auch fürs Rebhuhn deutlich gefährlicher. Ja, wenn man auf die Brutverluste guckt, dann ist es entscheidend zu wissen, zu welchem Zeitpunkt finden Brutverluste statt. Wir haben hier mal zusammengefasst alle Brutverluste, die wir im Rahmen der Telemetrie festgestellt haben. Das sind jetzt hier 53 Bruten. Zu welchem Zeitpunkt gingen diese Bruten verloren? Wir haben aus den englischen Studien, wissen wir, dass die Kükensterblichkeit eine große Rolle spielt und dass eben gerade auch die Kükensterblichkeit über die Jahrzehnte deutlich angestiegen ist und dass wir damit eben auch ein Problem haben, durch die gestiegene Kükensterblichkeit auch einfach diesen Rückgang der Rebhühner mit verursacht haben. Wir sehen aber in unserer Population, dass die Kükensterblichkeit nur ein Viertel an den ganzen Brutverlusten ausmacht. Das ist dieses violette Viertel. Alle anderen Verluste von Bruten traten vor dem Schlupf bereits auf. Also 3/4 der Nester gehen bereits vor dem Schlupf verloren. In der Regel durch Prädation. Meist wird die Henne mitgefressen. Das ist dieses Rote. Dann gibt es ein Viertel der Fälle, wo die Henne irgendwie wegkommt, und nur das Gelege zerstört ist. Und dann gibt es solche Störungen oder Mahdereignisse, wo also überwiegend menschliche Störungen, dann die Brut verloren geht. Aber wie gesagt, der Großteil der Verluste tritt bereits vor dem Schlupf der Küken auf. Das zeigt also, zentral beim Rebhuhnschutz ist also tatsächlich ein sicherer Brutort. Denn bis zum Schlupf muss man überhaupt erstmal kommen. Und daher ist also das doch überraschenderweise so ein zentraler Punkt beim Rebhuhnschutz, dass wir sichere Brutorte zur Verfügung stellen. Ja, damit stellt sich die Frage, wo brüten Rebhühner überhaupt? Und unsere telemetrierten Vögel haben eben fast ausschließlich in Extensivvegetation gebrütet. Die wesentlichen Strukturen waren solche Wiesen, Blühflächen oder Blühstreifen, Feldraine, Hecken,
Ja, dann spielen Brachen noch eine gewisse Rolle. Also allesamt solche Extensivstrukturen in der Landschaft. Wir hatten fast keine Bruten im Getreide, obwohl es Populationen gibt in Frankreich und anderswo, die tatsächlich auch noch im Getreide brüten. Aber die Rebhühner haben auf jeden Fall eine Vorliebe für solche überjährige Vegetation, also Altgras und ähnliches als Deckung und brüten also bevorzugt hier, dass also die Kulturen fast keine Rolle spielen als Bruthabitate. Also eigentlich nur die ganzen Sonderstrukturen in der Landschaft sind geeignete Bruthabitate fürs Rebhuhn. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo ist die Landschaft gefährlich und wo ist die Landschaft sicher? Und wir gucken jetzt nochmal auf diese Fotofallenstudie und gucken auf die verschiedenen Kulturtypen einfach erstmal, wie sicher die verschiedenen Vegetationstypen sind zum Brüten. Leider haben die Rebhühner, das hier ist also Wintergetreide, das scheint der sicherste Ort in der Landschaft zu sein. Da wurden also hier am wenigsten Fotos von Prädatoren gemacht. Das scheint sehr sicher zu sein, aber leider brüten Rebhühner dort nicht mehr, weil sie wahrscheinlich zur Kükenaufzucht mittlerweile doch zum großen Teil ein bisschen ungeeignet sind. Die Blühstreifen sind zum Glück recht beliebt und gleichzeitig verhältnismäßig sicher. Es sind allerdings hier auch vorwiegend Blühflächen inkludiert und nicht Blühstreifen. Die Feldränder sind dann schon etwas gefährlicher. Interessanterweise ist Raps sehr gefährlich, weil gerade Füchse sehr gerne ihre Jungen im Raps großziehen. Und die allergefährlichste Struktur in der ganzen Agrarlandschaft ist die Hecke. Es wird beim Rebhuhnschutz ja immer wieder darauf hingewiesen, dass also Hecken sehr wichtig sind. Und es gibt auch Momente im Leben der Rebhühner, wo Hecken bedeutend sind, vor allen Dingen bei Schneelage. Aber zur Brutzeit sind sie eben der riskanteste Platz, den man aufsuchen kann. Und daher sind sie also als Bruthabitat weitgehend, sagen, na, ungeeignet will ich nicht sagen, aber sie sind eben riskant. Es spielt auch noch mal eine sehr große Rolle, wo exakt in einer solchen Struktur das Rebhuhn brütet. Und hier haben wir noch mal Kamerafallendaten verglichen, am Rand und in der Mitte einer solchen Struktur. Und das sind jetzt hier in diesem Fall die Blühflächen. Und wenn man also hier am Rand der Blühfläche ein Nest anlegt oder beziehungsweise die Kamera aufstellt, dann haben wir eine sehr, sehr hohe Prädationsrate beziehungsweise eine sehr hohe Fotorate, mit der wir also Prädatoren fotografieren. Also die Ränder sind extrem gefährlich. Die Mitte ist aber dann wieder viel weniger gefährlich. Und damit kommen wir hier auch schon zum nächsten Aspekt, wenn wir nämlich lineare und breite flächige Strukturen vergleichen. Dann sehen wir eben auch, dass das Prädationsrisiko dort extrem unterschiedlich ist. Das liegt eben daran, dass sich solche Strukturen, die sich vom Rand her, wo Prädatoren sehr gerne entlanglaufen, die sich leicht kontrollieren lassen vom Rand her, die sind natürlich riskanter als Strukturen, die, ja, wo das Rebhuhn weit weg ist vom Rand und die damit für die Prädatoren, oder von den Prädatoren nicht ganz so oft abgesucht werden. Die Grafik zeigt jetzt mal, dass die Balken sind 100% der Nester in der entsprechenden Struktur. Das ist ungefähr gleich verteilt. Das sind ungefähr gleich die Stichprobe von den 71 Nestern ungefähr zu gleichen Teilen in den linearen und breiten Strukturen. Und Sie sehen also, dass hier in den Linearstrukturen, das sind also Flächen, das sind solche Strukturen wie Feldreihen und Hecken, die schmaler als 10 Meter sind. Da sehen Sie, dass der Großteil der Nester, das ist der rote Teil der Balken, ausgefressen werden und nur ein kleiner Teil der Nester überlebt. 62% der Nester gehen verloren. Das sieht völlig anders aus in breiten Strukturen. Hier wird also nur ein Viertel der Nester prädiert, während der Großteil der Nester unprädiert bleibt. Damit sehen wir eben auch schon, wie wir dem Rebhuhn helfen können, sichere Brutorte in der Landschaft zu finden. Denn solche Linearstrukturen, wie hier links abgebildet, sind fürs Rebhuhn riskant. Und breite Strukturen können eben da deutlich besser sein. Es gibt aber noch einen weiteren Effekt, und zwar stark verarmte Landschaften, die sehr wenige von solchen Linearstrukturen haben, sind fürs Rebhuhn nochmal extra riskant. Denn es gibt eine Art Konzentrationseffekt. Wenn Sie also eine Landschaft haben, die nur noch sehr, sehr wenig solche Hecken, Säume, Graswege und ähnliches haben, dann konzentrieren sich natürlich einerseits die Rebhühner dort,
Sie gehen gerne dahin, weil das die letzten Extensivstrukturen sind. Aber auch die Prädatoren suchen natürlich bevorzugt solche Strukturen ab. Und wenn man eine Landschaft dagegen hat, die sehr reich an solchen Säumen ist, dann verteilt sich auch die Aktivität im Fuchsrevier auf die Vielzahl von solchen Säumen. Das heißt also, in einer sehr einer Landschaft, die sehr reich ist an solchen Säumen, verringert sich auch wieder der Druck auf den einzelnen Standort. Das sind wieder Daten aus dem Fotofallen, aus der Fotofallenstudie. Sie sehen also hier bei einer sehr geringen Dichte von solchen, das sind also hier Kilometer pro Quadratkilometer, also Kilometer Heckenlänge. Wenn Sie also hier nur 2 Kilometer Hecken pro Quadratkilometer haben, dann haben Sie also einen deutlich höheren Druck an der, auf einen Saum, als wenn Sie hier 6 Kilometer haben. Also die Vielzahl der Säume macht also schon einen großen Unterschied. Was das Prädationsrisiko auch sehr stark erhöht, das ist die Nähe zu Wäldern. Viele Prädatoren nutzen eben Wälder auch noch mit als wichtigen Habitatbaustein und daher ist eben auch die Nähe zu Wäldern riskant. Das ist hier in dieser Grafik nicht so wahnsinnig gut zu sehen, weil die Skala hier durch die Unsicherheit ein bisschen nach oben geschnellt ist. Aber wenn Sie diesen Punkt hier vergleichen mit diesem, also das ist ein Vielfaches von dem. Also die Fotorate von Füchsen in Waldrandnähe hat also, nimmt um ein Vielfaches zu. Das heißt also, eine solche Fläche hier direkt neben einem Wäldchen ist also möglicherweise sehr riskant. Abstand zu Wäldern heißt das Motto. Ja, das habe ich vorhin schon erwähnt. Der Winter ist fürs Rebhuhn nur dann riskant, wenn Schnee liegt. Das ist aber, ich möchte eben nochmal darauf hinweisen, dass die Hecken, die sind jetzt ein bisschen schlecht weggekommen, weil sie als lineare Strukturen problematisch sind zur Brutzeit. Es gibt aber eine Situation, in der eben solche Hecken fürs Leben der Rebhühner ganz wichtig sind. Und das sind eben Zeiten, in denen Schnee liegt. Und wenn der Schnee so hoch ist, dass solche Brachflächen nur noch wenig Deckung bieten, dann sind eben solche Hecken extrem wichtig. Und für solche Fälle, es gibt eben auch immer wieder mal Winter mit Schnee, für solche Fälle brauchen wir eben tatsächlich auch die Hecken. Ja, das nächste Thema ist Mobilität von Rebhühnern und es ist eigentlich so, dass die Mobilität von Rebhühnern von den meisten Leuten stark unterschätzt wird. Viele Leute sagen, ja, sie kennen diese Rebhuhnkette, die ist immer da und ja, oder dieses Rebhuhnpaar, das ist also auch immer an der Stelle. Natürlich sind Rebhühner nicht so mobil wie viele andere Vögel, aber sie haben eben doch auch Zeiten im Jahr, in denen sie sich sehr viel bewegen. Ich habe jetzt nur mal so ein Beispiel rausgegriffen einer solchen Rebhenne und hier ist immer jeweils von einer zur nächsten Lokalisation per Telemetrie die Entfernung aufgetragen, die Rebhenne hier zwischen 2 Telemetrieortungen zurückgelegt hat. Das ist hier, ja, sind es hier 1/2 Kilometer vielleicht und dann gibt es aber auch immer wieder Zeiten, wo sie auch locker mal 1 Kilometer zurückgelegt hat oder auch sogar noch mehr als 1 Kilometer. Also auch bei Hennen oder auch dann später nach der Verpaarung für Paare ist sowas total normal, dass sie sich also auch mal einige Kilometer von dem Ort, wo die Kette vielleicht überwintert hat, weg entfernen. Und Sie sehen eben hier eigentlich auch diese Zeit der Paarbildung und der Reviersuche. In der Zeit eben, sind Rebhühner eben auch sehr mobil, in der Zeit, in der sie Partner suchen und dann eben als Paar in der ersten Zeit, gemeinsam als Paar, bleiben nicht alle Rebhühner dort, wo sie als Kette überwintert haben, sondern der Großteil wandert ab und sucht sich dann eben in wenigen Kilometern Entfernung ein eigenes Revier. Nochmal ein anderes Beispiel, hier ist also ein Rebhuhnpaar, hat sich hier gefunden, hat sich hier am Anfang auch noch relativ viel bewegt, hier ist der Hahn besendet. Dann haben sie offensichtlich sich hier, haben sie ein Revier gefunden, haben sich zur Ruhe gesetzt und bewegen sich nur noch relativ wenig. Und hier geht dann die Mobilität sogar sehr stark runter. Hier ist also wahrscheinlich das Gelege dann fertig und die Henne beginnt zu brüten. Dann ist aber irgendwann ein Verlust aufgetreten, ein Gelegeverlust und Sie sehen, dass das Paar dann abwandert. Und das ist eben sehr typisch,
dass Rebhühner, die ein Gelege verloren haben oder die irgendwo schwer gestört wurden, dass die dann in der Regel abwandern. Hier sehen Sie sogar 4 Kilometer und dann haben sie in 4 Kilometern Entfernung ein neues Gelege angefertigt und hatten dann später sogar Bruterfolg dort. Also das sind so Dinge, die man im Hinterkopf haben muss. Rebhühner sind durchaus ein bisschen mobiler, als die meisten Leute denken. Wir haben auch Daten, dass also Rebhähne, die keine Henne gefunden haben, aber aus einer anderen Studie sogar auch Hennen, die sich auch locker mal 20 Kilometer bewegen können. Ja, das sind hier mal so ganz typische Muster, wie sich Rebhühner bewegen. Also hier ist zum Beispiel die erste Ortung, wo der Vogel, nachdem der Vogel besendet wurde. Das ist hier Ende Februar. Dann hat er sich eben doch recht viel bewegt und das ist jetzt die Zeit der Reviergründung. Das Revier ist dann offensichtlich hier am Stadtrand von Göttingen und hier haben sich die Vögel dann also niedergelassen und auch gebrütet. Aber Sie sehen, das hat also hier nochmal, das sind nochmal hier ein guter Kilometer vom Ursprungsort, wo wir die Vögel besendet haben, entfernt. Hier Ähnliches, ne? Auch diese Vögel haben sich hier, hier Ende Februar wurden sie auch besendet, haben sich dann irgendwie hier noch hin und her bewegt, erst nach da, dann nach da und haben dann auch hier irgendwo gebrütet. Also solche Mobilitäten beim Rebhuhn sind relativ normal. Wenn Sie dann aber Ihr Revier festlegen, dann sind Rebhühner tatsächlich nicht mehr so mobil. Der Median eines Aktionsraums zur Brutzeit ist also so um die 10 Hektar. Das ist also verhältnismäßig klein und hängt auch mit der Qualität des Brutreviers zusammen. Also bei guter Qualität reicht also auch ein kleineres Revier und bei etwas weniger guter Qualität streifen Rebhühner auch mit Küken dann etwas weiter herum. In der ersten Zeit des Kükenführens, in diesen ersten 3 Wochen, sind die Reviere oft sogar noch kleiner. Da kann manchmal schon ein halber Hektar reichen. Und das ist dann so typisch für eine, das ist mal ein Beispiel hier von einer Blühfläche, in der ein Rebhuhnpaar sich dann niedergelassen hat. Also hier diese Punkte außerhalb, die liegen noch außerhalb der Brutzeit. Dann hat das Paar sich hier in dieser Blühfläche niedergelassen. Und Sie sehen, diese Fläche hat ungefähr hier 1 Hektar Größe. Das Paar hat sich hier also kaum noch rausbewegt. Also mit einer Fläche von 1 Hektar Größe können Sie für einen Rebhuhn schon ein vollständiges Sommerrevier erschaffen. Und Sie wissen ja, die Habitatqualität im Sommer ist letztlich das Entscheidende. Gut, damit kommen wir zum zweiten Teil. Vielleicht möchten Sie jetzt auch eine kurze Pause einschalten. Unser zweiter Teil geht dann auf die Umsetzung ein. Ich mache jetzt aber hier keine Pause. Sie können ja auf die Pausentaste drücken. Und wir gehen gleich weiter in die Umsetzung. Ja, ich fasse nochmal zusammen, was wir also aus dem ersten Teil dieser Schulung zum Rebhuhn mitnehmen. Wir haben also die größten Probleme beim Rebhuhn bestehen zur Brutzeit. In der Brutzeit ist die Sterblichkeit am höchsten, die Ansprüche ans Habitat sind am höchsten. Das Rebhuhn braucht in dieser Zeit über sehr, sehr lange Zeiträume, im Grunde von März, von der Zeit der Reviergründung an, bis Ende August oder Mitte August ungenutzte Vegetation, wo da in der Zeit nichts gemacht wird, nichts gemäht wird und so weiter. Also über einen sehr langen Zeitraum eine ungenutzte Vegetation. Diese Vegetation soll möglichst insektenreich sein, das heißt also pestizidfrei. Die Brutzeit dauert sehr lange. Rebhühner sind anspruchsvoll in Bezug auf die Vegetationsstruktur. Sie wollen also weder eine völlig verdichtete Vegetation, wo sie nicht mehr auffliegen können, und es soll auch noch ein bisschen Licht an den Boden kommen, dass das Mikroklima gut ist, und sie sind eben diesem hohen Prädationsrisiko ausgesetzt. Das müssen wir irgendwie schaffen, umzusetzen, damit wir also dem Rebhuhn eine optimale Landschaft bieten können, in der sie also wieder brüten und Küken aufziehen können. Ja, und wir haben eben eine Maßnahme, für die wir auch immer wieder gerne werben. Das ist also die sogenannte strukturreiche Blühfläche, die fürs Rebhuhn eben sich als sehr geeignet erwies.
wie auch die Telemetriedaten zeigten, dass Rebhühner hier eben auch ihr vollständige Fortpflanzungszyklus darin abspielen können. Die besteht aus zwei Hälften. Diese Blühfläche wird im Frühjahr, in der Regel im April, zur Hälfte bestellt mit einer oberflächlichen Bodenbearbeitung. Daraus resultiert eben hier in dem vorderen Teil der Fläche ein solcher gestörter Pflanzenbestand, wo also immer wieder noch so offene Strukturen sind. Und diese Fläche braucht dann einfach Zeit, um langsam über den Sommer hinweg zuzuwachsen. Dort haben wir also reichlich offene Vegetation. Das hier ist ein Foto von Anfang Mai und Sie können sich vorstellen, dass aber diese Fläche im Vordergrund nicht die ausreichende Deckung bietet zum Brüten. Dafür sind Rebhühner eben dann auf diesen ungestörten vorjährigen Pflanzenbestand angewiesen und der bleibt eben ungestört. Dadurch, dass die Fläche nur zur Hälfte bearbeitet wird, haben sie auf der ungestörten, auf der nicht bearbeiteten Hälfte der Fläche dann diesen Vegetationsbestand, der eben noch mit den, ja, mit Altgras oder mit den Pflanzenstängeln aus dem Vorjahr noch gute Deckung bietet, der sich schneller entwickelt, weil die Kräuter und Gräser ungestört sind, also auch schneller im Jahr Deckung bietet. Und hier können die Rebhühner eben ein Nest anlegen. Mit den Küken gehen sie dann später gerne hier in diesen Vegetationsbestand. Wir gehen mal ein bisschen weiter im Jahr. Das ist der Juni, da sitzt die Henne also noch auf dem Nest. Und in der vorjährigen Vegetation ist es vielleicht schon ein bisschen dichter. Aber wenn die Küken dann schlüpfen im Juli, dann hat also dieser bearbeitete Teil optimalerweise genau die richtige Struktur, dass hier also noch ein bisschen Sonne an den Boden fällt, dass wir hier noch nach oben ausreichend Deckung haben. Also der bearbeitete diesjährige Teil der Vegetation hat dann also sozusagen die optimale Struktur zum Küken führen. Es gibt immer wieder Flächen, die aufgrund der guten Bodenqualität eben auch sehr schnell zuwachsen und die dann leicht zu dicht werden. Und man kann das optimieren, indem man solche Schwarzbrachestreifen da drin anlegt. Natürlich muss das passen mit den Agrarumweltmaßnahmen, dass das auch erlaubt ist. Da kann man sich aber vielleicht auch noch im Rahmen des Folgeprojektes drum kümmern, dass eben das auch vielleicht möglich sein soll. Also in der bearbeiteten Vegetation etwas später im Jahr nochmal einen zweiten Bearbeitungsgang durchführen, dass das also noch ein bisschen länger offen bleibt. Man kann solche Rebhuhnflächen, diese geteilten Blühflächen, mit durchaus unterschiedlichen Mischungen ansehen. Das Rebhuhn ist da relativ flexibel. Es kommt eben nicht so sehr auf die genaue Artenzusammensetzung der Vegetation an. Es kommt ihm mehr auf die Struktur an. Und da bietet eben hoffentlich dieses Nebeneinander von der vorjährigen Vegetation links im Bild und der diesjährig bearbeiteten Vegetation bietet hoffentlich die ausreichende Strukturvielfalt, dass das Rebhuhn damit also zurechtkommt. Das ist jetzt hier ein Beispiel von einer Fläche, die mit so einer Standardmischung angesät wurde, also Phacelia, Gelbsenf, Sonnenblumen, aber eben auch verschiedene andere Kräuter sind da noch mit drin. Auch das kann funktionieren. Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. Andere Mischungen gehen aber auch. Also Sie können auch sehr schöne Wildartenmischungen einsäen. Die sind natürlich vielleicht bei ihrem Mitnahmeeffekt für die Insekten noch deutlich geeigneter. Das möchten wir durchaus auch empfehlen. Noch einmal zu dieser strukturreichen Blühfläche, weil es gibt im Land Niedersachsen verschiedene Blühflächen und im Rahmen der Masterarbeit von Andreas Wiedenmann ist untersucht worden, welche dieser Flächen besonders günstig sind für gar nicht nur fürs Rebhuhn, sondern eben auch für andere Vogelarten. Und die verschiedenen Typen von Blühstreifen, das sind die einjährigen Blühstreifen, das sind die strukturreichen, das sind die mehrjährigen Blühstreifen und es sind als Vergleich Getreideflächen. Die sind hier in dieser Studie verglichen worden bezüglich der Insektenbiomasse, aber auch in Bezug auf die Aktivität von Vögeln in solchen Flächen. Und das hier ist also die Aktivitätsdichte sozusagen von Vögeln. Und wir sehen, dass hier auch der strukturreiche Blühstreifen besonders gut abschneidet. Die strukturreichen Blühflächen mit ihrer zusätzlichen Heterogenität sind eben für auch verschiedene Vogelarten attraktiver als die anderen Blühflächen.
Ja, außer den Blühflächen sind andere Lebensraumbestandteile als Bruthabitat sehr wichtig. Also solche Brachen können sehr, sehr gut sein. Also oft sind das so brachgefallene Kiesgruben oder Sandgruben in der Landschaft, die oft noch einen letzten Reliktbestand von Rebhühnern halten. Hier können Rebhühner auch in sehr hohen Dichten brüten, mit sehr kleinen Revieren. Sowas kann also geradezu eine ganz wichtige Source-Population oder ein Source-Habitat in ihrer vielleicht sonst schon relativ ausgeräumten Kulturlandschaft sein. Ja, solche Flächen des Ackerwildkrautschutzes sind zwar nicht so weit verteilt über die Landschaft, es ist also eine relativ spezielle Agrarumweltmaßnahme, die nur auf bestimmten Bodentypen angelegt wird, wo eben solche seltenen Ackerwildkräuter vorkommen. Trotzdem, wenn wir sowas haben, wäre das der perfekte Aufzuchtlebensraum für Rebhuhnküken. Auf solchen Flächen wird nicht gedüngt und nicht gespritzt und die Vegetationsstruktur ist dadurch auch ein bisschen lückiger. Also solche Extensiväcker können also als Lebensraum für Kükenaufzucht sehr, sehr geeignet sein. Wenn wir Brachen, also auch einjährige Brachen, können durchaus auch schon für Rebhühner zum Brüten geeignet sein, wenn sie ab der Stoppel der Vorkultur, also im Vorjahr, liegen bleiben, also sogenannte so überjährige Brachen. Also die Stoppel der Vorkultur bleibt unberührt und es kann sich durch ausgefallene Samen aus der, von der Kulturpflanze, also Getreide optimalerweise, und auch durch die Unkräuter, die sich noch aussäen, kann sich da ein relativ vielfältiger Pflanzenbestand bilden. Und der hat in der Regel im Mai schon eine Struktur, die ausreichend Deckung bietet, sodass das Rebhuhn also da auch durchaus drin brüten kann. Und oft sind diese Flächen durchaus noch geeignet, um auch sogar da drin die Küken noch zu führen. Also einjährige Brachen, wenn sie ab Stoppel in der Vorkultur liegen bleiben, sind also durchaus ein wertvoller Brutlebensraum fürs Rebhuhn. Ja, was letztlich fast noch eine wichtigere Rolle spielt, als wie genau diese Flächen beschaffen sind, das ist die Lage. Das ist wie auf dem Immobilienmarkt. Lage, 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 das spielt die wichtigste Rolle. Und wenn Sie in Ihre Landschaft gucken und sich überlegen, wo sollte ich meine Aktivitäten für den Rebhuhnschutz forcieren und wo soll ich am meisten auf Umsetzung von Maßnahmen drängen, dann lohnt es sich einfach mal auf ein Luftbild zu gucken. Natürlich haben Sie auch Daten vor Ort, wo Ihre letzten Rebhühner vielleicht noch vorkommen. Aber wenn Sie hier mal auf unsere Landschaft gucken, das ist hier also Göttingen mit unserem Gebiet, wo wir eben auch Rebhühner telemetriert haben und wo wir Rebhühner zählen. Hier haben wir eine Landschaft, die doch immer noch relativ aus Rebhuhnsicht zerteilt ist durch Wald. Hier kann man nirgendwo sehr viel Abstand vom Wald halten. Und in dieser Landschaft ist das Rebhuhn tatsächlich sehr viel seltener als in dieser Landschaft, wo es eben relativ große, zusammenhängende Agrarbereiche gibt. Also das ist für das Rebhuhn entspannter, weil der Prädationsdruck in solchen reinen Agrarlandschaften doch deutlich geringer ist als in solchen mit Wäldern durchsetzten Landschaften. Das heißt also, wenn Sie allein auch schon mal auf so eine Karte gucken, kann Ihnen das schon einen ersten sehr wichtigen Hinweis bieten, wo entweder vielleicht noch Ihre letzten Rebhühner vorkommen werden, nämlich eher hier, oder wo Sie vielleicht auch Maßnahmen forcieren sollten. Ja, nochmal zum Thema Lage und Prädationsrisiko. Auch die Nähe zu Gehölzen. Das ist natürlich vor allen Dingen Waldrand, aber da reichen auch schon Baumreihen und ähnliches, ist fürs Rebhuhn eben auch riskant. Und Sie müssen sich vorstellen, je steiler man von oben auf ein mögliches Rebhuhnnest runterblicken kann, desto leichter ist es auch zu entdecken. Das soll diese Grafik mal veranschaulichen. Wenn Sie also auf dieses rechte Rebhuhnnest gucken möchten, als Bussard von einem Pfosten oder von einem Baum aus, das ist schon deutlich schlechter zu sehen, weil Sie hier so schräg durch die Vegetation gucken müssen. Also je steiler man auf ein Nest guckt, desto leichter ist es zu entdecken. Das gilt auch für Rabenvögel natürlich. Also ein gewisser Abstand zu Strukturen, auf denen Prädatoren ansitzen können, bedeutet fürs Rebhuhn Sicherheit. Dieser Winkel, der Einblickwinkel, sollte nicht zu steil sein.
Also 30 Meter Abstand, 50 Meter Abstand von Hecken oder von Baumreihen oder so sollten möglichst eingehalten werden. Wenn die Hecken relativ niedrig sind, ist direkter Kontakt weniger problematisch. Aber gerade bei hohen Hecken, die sind natürlich der bessere Ansitz auch für Greifvögel. Ja, nochmal einen Blick auf eine konkrete Landschaft, wo wir hier also Maßnahmen in die Landschaft gebracht haben. Ja, da haben wir also solche Flächen, das sind Brachflächen, die werden jetzt spät gemäht als Reb- und Schutzmaßnahme. Dahinter sind zwar solche Gehölze, aber sie sind groß genug, dass also zumindest hier dieser Einblickwinkel kein Problem darstellt. Und da sie eben auch sehr groß sind, werden sie auch nicht in der gleichen Intensität von Füchsen abgesucht. Also da würde ich mal sagen, die sind groß genug, sind relativ unproblematisch. Einfach von der Lage her jetzt. Hier liegt die Fläche wirklich perfekt, ringsum eigentlich nur Felder. Diese hier liegt nicht so gut, da ist eben ringsum doch, die ist relativ klein und ringsum liegen eben doch Bäume, die als Ansitz möglich sind. Hier liegt wieder eine perfekt, hier liegt eine perfekt. Also gerade diese Lage hier so isoliert mitten im Feld, eine solche Brachstruktur oder eine Blühfläche, die sind also fürs Rebhuhn besonders geeignet. Ja, wir hatten vorhin das gehört, dass also solche Linearstrukturen ein vielfach höheres Prädationsrisiko erleiden als solche flächigen Strukturen. Daher sind also solche Linearstrukturen riskanter fürs Rebhuhn als sowas. Wenn Sie also die Möglichkeit haben, flächige Strukturen anzulegen als Agrarumweltmaßnahme oder ähnliches, dann wäre das also der linearen Struktur sehr vorzuziehen. Unsere Empfehlungen sind immer mindestens 20 Meter. Also nichts schmaler als 20 Meter, damit Sie also hier eine gewisse Sicherheit haben und nicht in diesen Bereich hohes Prädationsrisiko durch schmale Strukturen geraten. 20 Meter. Es gibt Beispiele, dass man auch mit Linearstrukturen sehr weit kommen kann. Und die sind vor allen Dingen in den Projekten unserer englischen Partner zu finden, die auch überaus erfolgreich sind. Allerdings gibt es da ein paar andere Voraussetzungen. Also hier sehen Sie ein solches Beispiel als eine Struktur zum Brüten. Hier eine solche schmale Hecke mit einem ganz schmalen, ja, eine Art Blühstreifen davor oder so ein Grasstreifen. Auf der anderen Seite das Gleiche. Hier schließt sich das Kükenaufzuchthabitat an. Das ist das Extensivgetreide. Sie sehen, dass es hier ein bisschen lückiger ist und Sie sehen auch ein paar Mohnblumen blitzen. Hier ist noch so ein Schwarzbrachestreifen, da können die eben auch bei schlechtem Wetter mal ein bisschen Sonne tanken. Das ist aus englischer Sicht eine wirklich optimale Maßnahme. Die wird kombiniert allerdings mit einer ganz scharfen Bekämpfung der Prädatoren oder Bejagung der Prädatoren. Hier sehen Sie eben eine solche Schlinge und die Engländer sind eben auch sehr gut darin, Prädatoren zu reduzieren. Sie haben Maßnahmen, die zum Teil hier verboten sind. Also hier Schlingenfang von Füchsen ist hier bei uns zum Beispiel verboten. Und in der Regel läuft das bei einem sogenannten Gamekeeper, also einem Berufsjäger, der angestellt ist und dessen wesentliche Aufgabe ist, eben die Prädatoren zu kontrollieren. In dieser Konstellation, also die Kombination mit scharfer Bejagung der Prädatoren und linearen Maßnahmen, kann das funktionieren und kann auch sehr, sehr effektiv sein, wie die englischen Beispiele zeigen. Es gibt aber gerade wenn wir unsere Projektgebiete sind ja relativ groß. Wir haben ja uns vorgenommen, dass wir auf ungefähr 100 Quadratkilometern arbeiten wollen. Manche unserer Partner haben auch noch deutlich größere Gebiete vorgeschlagen und die intensive Kontrolle von Prädatoren ist also eher was für relativ kleine Gebiete. Also in den englischen Projektgebieten ist zum Beispiel ein Gamekeeper auf 3 bis 10 Quadratkilometer tätig. Und wenn wir jetzt den Landschaftsansatz wählen, dann sollten wir also auch überlegen, ob wir nicht vielleicht einfacher auf 100 Quadratkilometern mit der anderen Option arbeiten, also hier mit solchen flächigen Strukturen statt mit Linearstrukturen plus Prädatorenkontrolle. Beides ist möglich. In großen Landschaften möglicherweise dies hier leichter umsetzbar. Und die optimale Größe wäre ungefähr ein Hektar, weil ein Hektar kann ein vollständiges Sommerrevier für ein Rebhuhnpaar bereits bieten.
Und ja, größere Flächen können Sie versuchen auch noch zu strukturieren. Wenn das also 3 Hektar oder so ist, dann können Sie also auch noch da mehrere Rebhuhnpaare versuchen anzusiedeln. Das geht natürlich. Andererseits haben Rebhühner auch ein gewisses Bestreben, sich voneinander zu separieren. Also wenn sie die Möglichkeit haben, immer so hektargroße Plots anzulegen, dann wäre das sind hier sollen also die blauen Flächen darstellen. Dann wäre sowas hier ein optimales Muster, wie also Flächen in der Landschaft verteilt sind. Also den Rebhuhnpaaren etwas Abstand lassen und dann mit so hektargroßen Plots immer, die also aber Minimum diese 20 Meter haben, ihnen geeignete Brutlebensräume zu schaffen. Ja, natürlich spielen auch andere Strukturen, die in der Landschaft vielleicht schon zu finden sind, eine Rolle. Und gerade bei Flurbereinigung und Ähnlichem müsste man darauf achten, dass sowas nicht verloren geht oder durch geteerte Wege ersetzt wird. Solche Graswege sind gerade zum Kükenführen eben noch eine der wenigen Strukturen, die in der Landschaft relativ pestizidfrei sind und daher eine hohe Insektendichte aufweisen. Durch die Fahrspuren sind sie auch nicht so dicht an manchen Stellen, also haben auch bei schlechtem Wetter mal, können die Küken hier durchlaufen, ohne gleich nass zu werden. Also Graswege sind eine wichtige Struktur im Leben von Rebhühnern. Solche Säume sind eben auch von Rebhühnern sehr intensiv genutzt. Und wenn man nicht nur auf die Brutzeit guckt, sondern auch auf die anderen Jahreszeiten, da können sie also auch Linearstrukturen durchaus gut nutzen und sie bieten eben dann Deckung zu Jahreszeiten, wo die Kulturen nicht mehr so viel Deckung bieten. Ja, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, vorhin in einer Grafik wurde gezeigt, dass die Feldhaine doch eine der wichtigsten Strukturen sind, in denen Rebhühner Nester anlegen. Man muss fast sagen, leider, weil sie eben da auch dieses hohe Prädationsrisiko haben und zusätzlich aber auch noch das Risiko, dort ausgemäht zu werden. Auch hier für Feldhaine gilt also, man kann den Nestern, die vielleicht die Prädation überstehen, also hier noch einen Schlupf ermöglichen, wenn man die Maat verzögert. Auch hier ist also das Datum, was wir im Kopf haben sollten, der 15.8. Mitte August, keine Maat vor Mitte August. Ja, das Thema Winterdeckung, da sind wir bisher noch gar nicht drauf eingegangen. In sehr milden Wintern reichen oft die Kulturen schon aus, insbesondere wenn sie zahlreiche Zwischenfrüchte im Lebensraum haben, die also nach der Ernte angesät werden und dann ja, noch ein bisschen Deckung bieten. Selbst wenn die abfrieren, bieten die noch ein bisschen Deckung. Oder hier ein solches Rapsfeld kann selbst bei leichter Schneelage noch Rebhühner Deckung bieten. Ich weiß nicht, ob Sie schon entdeckt haben, dass da 4 Rebhühner auf dem Bild sind. Also so gut kann man sich auch in einem Rapsfeld selbst bei leichtem Schnee noch verstecken. 1, 2, 3, 4. Und ja, also in vielen Landschaften ist schon automatisch eine gute Winterdeckung vorhanden. Eben hier Zwischenfrüchte, Rapsfelder und Ähnliches. Unsere Brutstrukturen, die wir ja sowieso anlegen müssen, um dem Rebhuhn zu helfen, sind natürlich auch im Winter sehr interessante Deckung und werden eben auch viel aufgesucht, um tagsüber Deckung vor Räubern zu finden und bieten natürlich auch ein gewisses Samenangebot im Winter. Ja, als Winterdeckung sind auch solche Kleinstrukturen wichtig, also solche Staudensäume entlang von Gräben oder mal ein Schilfstreifen irgendwo. Ein paar Gehölze, die irgendwo in der Landschaft stehen. Und ja, wenn wir auf die Winterdeckung gucken, dann sollten wir eben auch die Hecken fürs Rebhuhn entsprechend pflegen. Und hier ist mal ein Beispiel, wie es gerade nicht laufen soll. Das ist also hier eine Hecke, die extrem ungünstig ist fürs Rebhuhn. Und Sie sehen auch hier gerade, wie sie gepflegt wurde, damit sie so oder dadurch ist sie so ungünstig geworden. Es wird einfach, ja, die Bäume werden drin gelassen, also die Ansitzwarten für Greifvögel und Krähen sind also noch vorhanden. Hier ist alles abgeschreddert, die Sache, es wird also immer schmaler und durch die Überhälter hier Bäume, die von oben Schatten machen, ist eben unten auch relativ wenig Deckung nur noch fürs Rebhuhn. Also das ist hier eine Hecke, die extrem schlecht gepflegt ist.
Hier ist ein Beispiel aus dem Thüringer Rebhuhnschutzprojekt, aus dem Tübinger Rebhuhnschutzprojekt, Entschuldigung, für eine optimale Hecke, also eine Niederhecke. Da ist eben ausreichend Krautsaum zwischen den Sträuchern. Die Sträucher sind nicht viel höher als 2 Meter und bieten eben auch am Boden noch reichlich Deckung. Eine solche Niederhecke ist eben perfekt fürs Rebhuhn und sollte eben dadurch, dass man es immer wieder auf den Stock setzt, auch in einem solchen niedrigen Stadium erhalten werden. Ja, es ist natürlich auch Heckenpflanzung in sehr strukturarmen Landschaften, wo riesige Felder vorherrschen, können den Rebhuhn-Lebensraum natürlich auch bereichern. Und dann sollte man bei der Heckenpflanzung eben berücksichtigen, dass man möglichst Gehölze rauslässt, die von sich aus schon sehr hoch werden. Also besonders gut sind Sträucher, die sehr niedrig bleiben, Hundsrose, ja vielleicht einfach nur Himbeere, die also ja vielleicht nur schulterhoch wird, Pfaffenhütchen und Ähnliches. Das sind also Gehölze, die für eine solche Niederhecke besser sind, weil sie weniger Pflegeaufwand erzeugen später dann. Ja, es wird viel über die Stoppelbrache gesprochen im Rebhuhnschutz und Rebhühner nutzen solche Stoppelbrachen tatsächlich extrem gerne. Das ist also ein Lebensraumbestandteil, der fürs Rebhuhn schon sehr begehrt ist. Also sie finden auf diesen Stoppelbrachen einerseits schon ausreichend Deckung durch das nachwachsende Getreide und durch die Stoppeln selbst. Es gibt auch Unkräuter vielleicht in diesen Stoppelbrachen. Und sie sind deshalb so attraktiv, weil sie eben sehr viele ausgefallene Samen enthalten, das Ausfallgetreide oder Rapssamen und Ähnliches. Also solche Stoppelbrachen können sehr interessant sein. Und andererseits muss man wissen, dass man allein mit Stoppelbrachen beim Rebhuhn nicht sehr weit kommt. Wir hatten ja schon gehört, die wesentlichen Probleme bestehen im Sommer. Und im Herbst hat das Rebhuhn tatsächlich die allergeringste Sterblichkeit im ganzen Jahr. Also offensichtlich kommt das Rebhuhn im Herbst noch relativ gut klar mit einer Landschaft, die verhältnismäßig intensiv genutzt wird. Und also alleine mit Stoppelbrachen kommt man im Rebhuhnschutz nicht weiter, auch wenn sie ein angenehmer, fürs Rebhuhn angenehmer Lebensraumbestandteil sind. Ja, Grünland und Rebhuhn sind ein schwieriges Thema. Das liegt eben daran, dass das Rebhuhn so lange braucht, von März der Reviergründung bis Mitte August, bis die Küken endlich halbwegs flugfähig sind. Das sind also viele Monate, in denen Rebhühner ungestörten Lebensraum brauchen. Deshalb passt Rebhuhn und Grünland meist überhaupt nicht zusammen. Es ist sogar so, dass intensives Grünland, was vielleicht im Mai schon gemäht wird, wie auf diesem Bild zur Rapsblüte, dem Rebhuhn deutlich weniger Probleme bereitet als extensiv Grünland. Falls die Rebhühner versucht haben, in solchen Wiesen ein Gelege anzufertigen und das wird im Mai gemäht, dann verlieren sie nur ein paar Eier. Im Mai brütet die Henne noch nicht einmal, also das ist fürs Rebhuhn relativ unproblematisch. Es kann dann noch leicht ein neues Gelege anfangen, also eine Maat im Mai ist noch relativ okay. Eine Maat im Juni oder im Juli ist dann der Worst Case fürs Rebhuhn. Und wir haben aber natürlich gerade solche Extensivflächen, die dann spät gemäht werden, die sind und, ja, ich muss sagen, bleiben fürs Rebhuhn leider auch problematisch. Denn oft haben wir natürlich floristische Ziele, die für solche Flächen dann im Vordergrund stehen. Und diese Flächen müssen dann eben im Hochsommer oder im späten Frühjahr gemäht werden, was fürs Rebhuhn problematisch ist, aber solche schönen Wiesen wollen wir natürlich jetzt nicht in eine Brache umwandeln. Hier werden wir diesen Konflikt wohl nicht auflösen können. Natürlich haben wir vielleicht auch weniger wertvolles Grünland, was wir dann durchaus spät mähen können. Das müssen Sie eben anhand Ihrer Grünlandqualität vor Ort selbst beurteilen, ob man das riskieren kann, ein solches Grünland in ein mehr oder weniger Brachestadium zu überführen mit einer sehr späten Maat. Fürs Rebhuhn wäre es gut. Für floristische Ziele muss man sich das gut überlegen. Ja, ein wichtiger Punkt ist letztlich noch, wie viel Fläche müssen wir in der Landschaft erzielen, damit wir überhaupt das Rebhuhn aus seinem Sinkflug, den es ja leider immer noch mitmacht, herauszukriegen. Wir müssen also einen gewissen Flächenanteil in der Landschaft natürlich erreichen,
damit das Rebhuhn wieder Aufwind gewinnt und auch die Populationen langsam wieder ansteigen. Wir haben hier bei uns im Projektgebiet die Erfahrung gemacht, dass wir mit den Agrarumweltmaßnahmen, also die fürs Rebhuhn gut sind, also diese Blühflächen, da haben wir 0,8% der landwirtschaftlichen Fläche erreicht. Und das reicht leider nicht, um einen Rebhuhnbestand wirklich wieder zu reanimieren. Das sind jetzt die langjährigen Zahlen aus unserem Rebhuhn-Monitoring. Wir haben die Rebhühner eben auf großer Fläche, auf 100 Quadratkilometer jeweils jährlich gezählt. Das sind die Jahre, wir machen das schon seit 2006. Und Sie sehen, dass der Rebhuhnbestand hat sich hier irgendwo eingependelt bei ungefähr 200 rufenden Hähnen, die wir da jedes Jahr kartieren auf 100 Quadratkilometer. Wir haben es also mit diesen Blühflächen, die im Jahre 2005 eingeführt worden sind, haben wir den Rebhuhnbestand also nicht wesentlich anheben können. Also dieses Maß der Umsetzung ist definitiv nicht ausreichend. Man sieht immerhin einen halbwegs stabilen Rebhuhnbestand, was in Zeiten sinkender Rebhuhnbestände ja immerhin auch schon mal ein Pluspunkt ist. Aber ob das jetzt auf diesen wenigen Blühflächen beruht, das wage ich zu bezweifeln oder nicht zu behaupten jedenfalls. Wir brauchen also mehr in der Landschaft und wir haben zum Glück auch einige wenige Beispiele, wo es uns leider nicht so großflächig, aber eben lokal gelungen ist, eine mit hoher Intensität die Landschaft aufzuwerten. Diese ganzen pink gezeichneten Flächen, das sind jetzt hier Flächen, die als Blühflächen in die Landschaft gebracht worden sind. Und wir haben hier also ungefähr 7% der Fläche erreicht mit solchen Blühflächen. 7% der Ackerfläche wurden umgewandelt in breite Blühstreifen oder in Blühflächen. Und der Rebhuhnbestand hat sehr intensiv darauf reagiert. Die Blühflächen wurden im Jahr 2005 angelegt. Das hier ist die Entwicklung der Blühflächen und der Rebhuhnbestand hat auf diese hohe Dichte von Blühflächen auch intensiv reagiert. Der Rebhuhnbestand hat sich fast verzehnfacht in den ersten Jahren. Dann kamen diese zwei schweren Winter in die Quere, wo der Rebhuhnbestand überall auch wieder abgenommen hat, aber er hat sich auch davon wieder schnell erholen können. Also mit einer hohen Dichte von solchen Bruthabitat in der Landschaft können wir fürs Rebhuhn durchaus etwas erreichen und sogar einen ganz erheblichen Anstieg wieder erzielen. Dieses Beispiel gibt uns also Mut, dass es was bewirken kann, wenn wir einen bestimmten Prozentsatz der Landschaft wirklich umwandeln können. Es gibt natürlich noch weitere Ideen, wie man den Rebhühnern helfen kann, abgesehen von solchen Habitataufwertungen. Und da sind natürlich vor allen Dingen auch Fütterungen zu nennen, die als Maßnahme fürs Rebhuhn sehr beliebt sind. Jetzt hatten wir vorhin gehört, dass das Rebhuhn im Winter von Blättern lebt und nicht unbedingt auf Körnernahrung angewiesen ist. Vom rein physiologischen Standpunkt stimmt das auch. Das andere ist aber, dass Rebhühner im Winter durchaus sehr gerne Körner fressen und dass das also eine sehr beliebte und energiereiche Nahrung ist, die Rebhühner sehr gerne annehmen. Sie brauchen sie nicht unbedingt, sie nehmen es gerne und jetzt muss man abwägen zwischen dem Risiko, den solche Fütterungen eben auch bedeuten, und dem Nutzen. Und die generelle Empfehlung ist dabei, Finger weg von schlecht betreuten Fütterungen. Sie können damit eben auch durchaus Schaden anrichten. Also wir haben mit solchen Fütterungen selber verhältnismäßig schlechte Erfahrungen gemacht. Sie wurden eben wesentlich von ungewollten Tierarten genutzt. Also hier sehen Sie zum Beispiel einen Dachs, der gerade auch die letzten Körner aus der Fütterung herausschüttelt. Wir hatten große Ansammlungen von Mäusen unter solchen Fütterungen mit dem dementsprechenden Prädatorspektrum, die das anzieht. Katzen, Wiesel, Mauswiesel und ähnliches. Füchse natürlich auch. Sie können also mit Fütterungen, gerade wenn sie in irgendeiner Deckung aufgestellt sind, Mäuse anziehen. Also die wichtigen Regeln für solche Fütterungen sind ständig umstellen, damit solche Mäuseansammlungen darunter vermieden werden. Möglicherweise können sich auch Ratten damit fördern.
Also ständig umstellen, vielleicht eben gerade nicht wie hier auf dem Bild in die Deckung stellen, sondern eher aufs offene Feld stellen. Da reduzieren Sie dann damit die Wahrscheinlichkeit, dass sich dort Mäuse und Ratten ansiedeln. Und das Ganze durch Fotofallen begleiten, damit Sie eben auch sehen, wenn solche problematischen Situationen auftauchen und Sie also da mehr Tiere anziehen, die Sie im Rebhuhnschutz nicht wollen, als gerade die Rebhühner. Ja, ein Thema, was sehr intensiv diskutiert wird und wo es richtige Lager gibt, die für die eine oder die andere Seite sich stark machen, das ist das Thema Kontrolle von Prädatoren. Und ich möchte auf dieses Thema noch ein bisschen eingehen, da es fürs Rebhuhn eben ein sehr wichtiges Thema ist. Wir hatten vorhin ja auch schon gehört, dass das Rebhuhn ein Prädationsproblem hat. Prädation ist fast die einzige Todesursache. Wir haben eine enorm hohe Sterblichkeit zur Brutzeit, in der gerade der Fuchs Schaden am Rebhuhnbestand anrichtet und eben vielleicht auch unseren Bemühungen zum Rebhuhnschutz im Wege stehen kann. Von daher muss man wissen, dass sich die Lösung, den Prädatorenbestand zu senken über Fallenfänge und Ähnliches, als extrem effektiv erweisen kann. Und dieses Beispiel zeigt das einmal. Das ist also das beste Freilandbeispiel, was es gibt, experimentell, exzellent durchgeführt. Eine schon ältere Studie aus dem Jahr 96. Und zwar gibt es zwei Gebiete in England, wo Rebhühner vorkommen. Das eine Gebiet wurde vergleichsweise 3 Jahre lang mit einer intensiven Prädatorenkontrolle versehen. Das sind die 3 Jahre, also die beiden Gebiete über 1, 2, 3 Jahre. Und diese hellen Punkte sind erfolglose Rebhühner, die dunklen Punkte sind Rebhuhnpaare mit Bruterfolg. Je größer der Kreis, desto mehr Bruterfolg, desto größer die Kette im Herbst. Und Sie sehen eben schon hier, dass in dem Gebiet, in dem eine intensive Prädatorenkontrolle durchgeführt wurde, haben Sie einen sehr viel höheren Bruterfolg als in einem Gebiet ohne solche Prädatorenkontrolle. Hier sind also nur vereinzelte, ein Paar mit Bruterfolg, alle ganz viele erfolglose Rebhuhnpaare und hier sehr viele erfolgreiche Rebhuhnpaare. Also dieses Gebiet ist extrem viel erfolgreicher und hat sehr viel höheren Bruterfolg als das nicht kontrollierte Gebiet. Man kann natürlich sagen, es liegt am Gebiet, dass da einfach auch vielleicht die Habitatstrukturen besser waren. Und deshalb wurde das Experiment umgedreht. In den 3 Folgejahren, die diese hier Grafik darstellt, wurde nun das umgedreht. Es wurde also das andere Gebiet intensiv kontrolliert und hier im rechten Gebiet wurde die Prädatorenkontrolle eingestellt. Und Sie sehen, das Muster kehrt sich um. Das für das Rebhuhn erfolgreichere Gebiet ist also dieses hier. Das zeigt also, wie also mit den britischen Methoden der Prädatorenkontrolle man extrem effektiv sein kann und auch im Hinblick auf die Rebhühner unglaublich viel erreichen kann. Sie dürfen aber nicht aus dem Auge verlieren, dass Sie hier auch eine sehr intensive Kontrolle durchführen. Das ist also ein Berufsjäger in diesem relativ kleinen Gebiet. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, wie groß das war. Ich meine um die 3 Quadratkilometer. Und also ein Berufsjäger arbeitet in England ungefähr auf dieser Flächengröße. Und also man muss es schon mit einer gewissen Intensität durchführen, um erfolgreich zu sein. Es gibt auch Gegenbeispiele, dass man versucht hat, Füchse zu kontrollieren und dann eben auch in deutlich größeren Aktionsräumen. Das hier ist mal eine andere Publikation, wo festgestellt wurde, dass die Einwanderung von Füchsen eben auch diese Kontrolle oder die Bejagung, die intensive Fuchsbejagung auch kompensieren kann. Wir haben jetzt hier 2 Parameter dargestellt. Das eine ist die Entnahmerate, das ist diese Linie, und das andere ist die tatsächliche Populationsgröße von Füchsen, die kontrolliert wurde, diesmal in größeren Gebieten. Das sind verschiedene Gebiete, 5 verschiedene Gebiete, wo das mit diesmal nicht mit Berufsjägern durchgeführt wurde, sondern mit den ehrenamtlichen Jägern, also mit den Revierinhabern. Und
Sie sehen eben, dass gerade da, wo also sehr, sehr viele Füchse entnommen wurden, das tatsächlich funktioniert hat, dass der Fuchsbestand im Revier auch gesenkt wurde. Aber wenn man ungefähr nur einmal den vorhandenen Fuchsbestand pro Jahr entnimmt, also quasi 100% der Population entfernt, bleibt der Fuchsbestand eben doch ungefähr so groß, wie er vorher war. Hier sind sogar Fälle, wo er nochmal deutlich angestiegen ist. Also es ist nicht so ganz ohne, den Fuchsbestand wirklich zu reduzieren, und man muss ein Mehrfaches der vorhandenen Füchse entnehmen, um überhaupt zu so einer solchen Reduzierung im Bestand kommen, weil Füchse eben auch intensiv nachwandern und sehr mobil sind. Also ein relativ aufwendiges Thema. Ja, noch ein genereller Hinweis fürs Rebhuhn. Wir möchten bei uns im Projekt keine Aussetzungen haben. Ich möchte auf dieses Thema jetzt nicht so intensiv eingehen. Aussetzungen von Rebhühnern können vor allen Dingen dann extrem problematisch sein, wenn sie den falschen Ausgangsbestand haben. Also wenn sie Rebhühner haben, die nicht aus der eigenen Population stammen, also die sozusagen genetisch verfremden. Insbesondere ist das problematisch, wenn sie so pure Volierenbestände haben, die seit Generationen schon gehalten wurden und die dann eben schon die ersten Domestikationserscheinungen zeigen durch übergroße Gelege und ähnliches. Also sowas in der heimischen Population kann eher Schaden anrichten. Daher wird also in unserem Projekt sollen also keine Aussetzungen stattfinden. Und ich hoffe, Sie können auch alle Akteure im Projektgebiet überzeugen, dass das also etwas ist, das wir möglichst nicht wollen. Gut, ja, das war jetzt ein langer Vortrag. Ich bin damit am Ende. Ich hoffe, Sie sind nicht so erschöpft wie hier die Rebhühner, die hier ermattet im Sandbad liegen. Sie können einiges an Informationen auch noch finden, indem Sie zum Beispiel auf unserer Homepage gucken, www.rebhundschutzprojekt.de. Dort finden Sie den Leitfaden Rebhundschutz, wo Sie das auch nochmal in Worten finden. Sie finden aber auch viele andere Informationen zum und über das Rebhuhn. Bleiben Sie informiert, indem Sie auf die Homepage von dem Projekt Rebhuhn retten gucken. Dort wird also auch jetzt für dieses Bundesprojekt immer wieder Aktuelles auf der Homepage erscheinen. Und ja, bleiben Sie dran, versuchen Sie mit uns Kontakt aufzunehmen. Wenn Sie noch nicht in unserer AG Rebhundschutz sind, möchte ich Ihnen anbieten. Schreiben Sie eine E-Mail an mich beispielsweise. Eckhard Gottschalk finden Sie im Internet oder über die Homepage die hier genannten beiden Homepages können Sie uns auch erreichen per E-Mail. Und wir nehmen Sie gerne in einen Verteiler auf, wo wir dann auch Informationen zum Rebhundschutz in der Zukunft immer wieder anbieten werden, in Form von solchen Online-Seminaren oder in Form von realen Tagungen, oder Rundbriefen und Ähnlichem. Also bleiben Sie dran, versuchen Sie, etwas zu tun für Ihre Rebhühner vor Ihrer Haustür. Es ist immer mehr dringend notwendig, dass möglichst viele Leute sich engagieren beim Rebhundschutz. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch dranbleiben. Es gibt eine zweite Online-Schulung zum Monitoring von Rebhühnern, denn das ist ja auch eine wichtige Grundlage, dass Sie Ihren Rebhuhnbestand verfolgen. Gucken Sie sich das auch an. Ja, also ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Aktivitäten und vielleicht können wir da auch etwas zusammen umsetzen. Vielen Dank, dass Sie sich hier bis hier die Aufmerksamkeit genommen haben, und viel Erfolg.